Hallo und herzlich willkommen zu einer. Ja, na, da trinkt er. Zu einer gemeinsamen Folge mit Maino. Hallo. Sagt ja keiner, dass du da gerade anfangen musst zu reden, wenn ich gerade mal meine Limo hier trinke. Ja, sorry. Sag, magst du mir die Nagelpistole geben? Das Magazin ist leer. Tschüss! Dankeschön. Ja, bitte. Was machst denn du da? Ich grab um. Mit der Kettensäge. Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss mal ganz kurz das In-Game-Audio leiser machen. Oh, ja, das ist widerlich laut, ja. Schon, ja. Da war ich schon. 50% zurück. Oh, 50, ja, passt schon. So, mal gucken, besser? Oh, viel besser. So. Ist immer noch Holz. Was? Welches Holz? Welche Bäume? Ja. Welche Bäume? So, da habe ich da. Gehe ich noch da. So, ich kann dich wieder ein bisschen lauter machen. Ich freue mich schon so, wenn wir ordentliche Werkzeuge haben. Also so richtig ordentliche. Oh, ja. Dann geht das Ganze auch viel, viel, viel einfacher. Ja. So. Ja. So. So. Ah, für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, nein, das Ganze hier ist nicht zusammengebrochen. Ich habe in der letzten Folge das Kettensägen-Massaker nachgemacht. War lustig. Ja, wir haben davor 24 Folgen lang gebaut. An dem Konstrukt. Ja. Und dann in 3 Minuten. Mit 200 Liter Benzin. So langsam war ich nun auch wieder nicht. Man muss schon sagen, die Kettensäge ist ganz schön laut. So, jetzt eigentlich alles weg. Jetzt können wir wieder anfangen von vorne. So. 3, 4, 5, 6. So, jetzt mal schauen, wie weit ich. 7 hatten wir gern. Jetzt fällt er da runter. Und zwar, wir haben in der Folge vor, dass wir da ein wenig weiterbauen, weil wir wollen ja für Tag 7 gerüstet sein und nicht unvorbereitet. Und das sind wir nie. Und wenn, ja, wenn wir dann so weit sind, der Tag bricht an, hätten wir uns gedacht, dass wir wieder ein wenig spazieren gehen. Also die Natur genießen. Immer. Nette Nachbarn treffen. Apropos Natur genießen, es gibt wenig Bäume jetzt hier, oder? Die kommen später. Der Tag wird zum Schluss angepflanzt. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ich habe eine nämlich nicht. Ich habe schon gedacht. 2, 3. So. Das ist so richtig Entspannung für die Ohren, wenn keine Kettensäge. Oh ja, auf jeden Fall. Komm ich da schon rein? Nein. Nein, keine Pflastersteine mehr. So. Nein, keine mehr? Na, wird alles gut gehen.
Ja, die erste Horde-Nacht war sehr Herausforderung 0, also kein Thema. Oh, ich bin nervös. So. Dann lege ich das. Oh. Na, wieder abgeschöpft. Na gut. Was halt von unten. Nö. Da muss ich eigentlich mein Ding hinbauen. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. So, da. So, das ist doch gut aus. So. Wie viele Aufgänge möchtest du denn haben? 1, 2, 3, 4? Maximal 2 eigentlich. Maximal 2, okay. Dann stellt sich jetzt gerade für mich die Frage, wo soll denn der Haupteingang der Base sein? Zur Straße oder zum Bauernhof? Oder hier hinten auf die Seite raus? Machen wir auf die Seite raus. Auf so die Richtung Seite raus. Trader, Richtung offenem Feld. Gut, das heißt, wir haben hier einen Aufgang hin. An der Säule. Und ja. Wo sollen wir den zweiten machen? Dann hier hinten? Ja. Okay. Muss ich nämlich dann auch wieder freischlagen. Habe ich nicht hinzugemacht. Außer du siehst was anderes vor. Ist alles, ich kann mit einnehmen. Nein. Das hat nur deshalb die Frage. Also wir können auch 4 an jeder Säule. Wir können 8 Aufgänge machen. Wir können 4 Aufgänge machen. Wir können... Das bleibt sich gleich. Hier geht es eigentlich nur darum, zu gucken, wo ich nachher die Aussparungen oder wie viele Aussparungen ich brauche für die Leiter. Oder an jeder Säule, dann sind es 4, dann ist wegen an jeder Säule. Okay, kriegen wir hin. So. Die schon jetzt muss die Falle Arena jetzt schon aufgewählt. Ja, ich werde es trotzdem auch. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Verzählt, verrechnet. Oh, eine Horde, ganz viele. Wandertag. Wow, wie sie alle zu dir kommen. Oh, Kopf. Nein, ich bin... raus da. Ich habe jetzt alles getroffen, nur kein Zombie. Oh, aber. Oh, wir sind ja nicht in einer Gruppe. Ja, ich sehe es gerade. Ich blute. Mist. So, stell dich mal. Moment. So. So. Boah, jetzt bist du... Ich komme. Aha. So. Geht's wieder? Sind wir jetzt in einer Gruppe? Ja. Ha, hab dich zum Leader gemacht. So. Ja, geht wieder. Ich muss nur jetzt was essen, was trinken. War aber sehr schön. Du hast die Kettensäge angemacht und alle sind in deine Richtung gelaufen. Ja, ich habe mir gedacht, Kettensägenmassaker, aber die Idee war doof. Entschuldigung. So. Wir haben noch 80, ja. Einen Schluck trinken. Da.
glaube, ich habe mich hier beim Aufbau etwas vertan. Verbaut? Nee, eigentlich nicht. Also nicht verbaut in dem Sinne. Von der Verstärkung von unten her habe ich mich verklickt, glaube ich. Das werde ich aber jetzt gleich sehen. Ne? Passt, 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 passt. Schon Punkte 2. Was denn? Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Skillpoint investiere in besser graben, aber ihr macht doch. Nein. Ja. Das hilft enorm. So, der Boden in dem Sinne ist fertig. Dick. Das muss ich mir nur überlegen. So, wir haben gesagt, nach an allen vier Säulen Leiter hin. Mhm. Okay, also allen acht. Das heißt, wir brauchen. Fangen wir mal damit an. 40 sollten erstmal reichen. So. 1, 2, 3, 4. So. Nein, noch eins tiefer. Naja. Ja, und jetzt bin ich durstig auch noch. Soll ich dir was zum Trinken bringen? Nö, nö, nö. Dankeschön. Nee. So. Ich werf dir da am Boden die Nagelpistole wieder her. Brauche ich nicht. Oh, okay. Nimm sie mit, weil dieses Innengerüst müssen wir nicht großartig verstärken. Ja. So, ja. Okay, so. Dann müssen wir da, so, da. Essen wollte ich. Da. Der Blaubeerkuchen. Ja. Nur für dich. Oh, danke schön. Bitte schön. Da werde ich aber einen zweiten verzehren. Mach das. Ja. Also ich habe 4 Stück insgesamt gemacht gehabt. Ich musste den ersten probieren, ob das auch wirklich gut ist. Also ja, ja, klar, nicht, das muss man immer machen. Also oh, nur das Beste für Rätsam. Dankeschön. Ja, genau. So, das kommt da rein, da rein, da rein, da. So, das lege ich ihm hinten in die Kiste rein. Joghurtfrucht, Kaffee, Bohnen, Honig. Lege ich ihm in die Essenskiste, da freut er sich. So. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe schon wieder Durst. So, gut, dann gehe ich weiter graben. Ja. Bis zum Morgengrauen. Und noch viel weiter. Na, oh, endlich eine gute Schaufel und dann den Gravedigger noch hinein, dann. Super. Oh, ja. Ups, ich bin gerade voll konzentriert. Ja. Ich muss gerade wieder Blöcke, die ich gesetzt habe, weghauen. Weil jetzt habe ich die Stabilität. Ja, diese 4 Blöcke, das bin ich mir immer zu unsicher, wenn ich die von einer Seite her baue und diesen Block offen lasse, ob das dann hält. Deswegen nehme ich die zum Schluss dann immer weg, beziehungsweise kommt auch darauf an, wie viele Aufgänge man haben möchte. Oh. Ja, ich weiß, zuerst sage ich auf keinen Fall 4 und dann doch 4. Jetzt kommen 8. Genau, eigentlich hätte ich gern 8. Ja, ich mache jetzt 8 Aufgänge. Wer braucht schon 8 Aufgänge? Ja, ihr werdet sehen, wie er sich verlaufen wird. Erinnert euch irgendwann daran.
So, ob. Ne, geht dann. Erst die Leiter hin. Erst die Leiter. Ja, ist ja gut. Dann geh mal nach oben rauf. So. Hopp. Hopp. Leiter ist da, Leiter ist da, Leiter ist da, Leiter ist auch da. Hm, haben wir noch welche vergessen? Okay. Ja. Ja, ich habe nur gerade, bin immer fasziniert, während man so extrem konzentriert bedürftige Aufgaben erfüllt wie Graben. Wird man ganz leise. Ja. Ja, man ist konzentriert. Ja, nicht irgendwo falsch graben, zur Seite weg oder irgendwas. Da muss man höllisch aufpassen. Ja. So, ich hoffe, ihr seht auf YouTube was. Wahrscheinlich seht ihr nur den Himmel, wie er sich bewegt. Auch was Feines. So. Wollt ihr den mal richtig sehen? Den Himmel jetzt so? Ja, ich zeig grad den Himmel. Ha, der Eiermond? Warum auch immer er gerade wie ein Ei aussieht. Die Milchstraße. Und da ist der kleine Bär. Was? Wo ist Retsam? Wie, siehst du den kleinen Bären? So. Das wär's doch mal, wenn die hier richtige Sternenbilder reinbauen würden. Ich glaube, das da drüben, das haben sie versucht. Wo ich jetzt gerade hingucke. Hm. So. Nichtsdestotrotz, genug geredet. Ich muss gucken, dass ich hier fertig werde. So. Was du das? Was denn? Was war? Das hat sich angehört wie so eine Windows-Meldung. Dann war es mein Windows. Nein, aber ich habe so eine Windows-Meldung vorhin auch irgendwie bekommen. Keine Ahnung. Er wollte mir nicht verraten, was er zu sagen hat. Ja, da meldet er sich und dann sagt das nicht. Ja, das ist typisch! Typisch! So. Ja, wir haben uns ja überlegt, ob wir zur Simmernacht vielleicht nicht hier fertig machen, die Arena, die Base zumindest anfangen. Ja. Okay, also von der Blockhöhe jetzt, wenn wir runterfallen, ist unser Fuß gestaucht. Das ist gut, dass du das getestet hast. Da musst du das nicht testen, meinst du? Okay, das heißt, also das heißt auch, wenn du jetzt tief von hier oben runterfällst, da werden wir hier unten Heuballen hinstellen, da unten. Weil ich bin nämlich gerne ein Freund, ich gehe mal drauf und springe dann so von hier oben runter. Mhm. Also werde ich hier unten Heuballen machen. Wir werden auch ziemlich gerade runterkommen, also wir können nicht zur Seite weg, weil wir hier oben in einem Art Trichter drin sind. Runterfallen. Bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich bin nur fasziniert. Ah, okay. Dann ist gerade irgendjemand meiner Freunde online gekommen. Wieso bist du fasziniert? Von was denn? Von den vielen Leitern? Ja. So, ich gehe jetzt meine Kleinigkeit trinken. Magst du mir die Axt-Spitzhacke leihen? Da, bitte. Ah, Momento. Moment. Nicht ins Feuer werfen. Hier. Da fehlt so ein Übergabemenü. Ja. Also, ich weiß ja nicht, wer alles so Roleplay-Spiele gibt. Da gibt es ein ganz bekanntes online, da konnte man handeln und es rübergeben. Das würde mir hier fehlen, so ein Übergabeding. Mhm. Ja. Darf man das eigentlich so erwähnen? Über fremde Spiele, Spiele reden in einem Let's Play? Ja, böse. Naja, du kannst ja, also als Beispiel könnte man jetzt
Übergabemenü. Was fällt mir da ein? Ein Spiel, also Classic war das ja oder wird das ja zum Beispiel World of Warcraft. Ja, genau. Genau das, das Spiel mit dem W, mit dem O und mit dem W. Genau das meinte ich. Aber ich glaube, wenn man das so ab- oder verallgemeinert, dass man dann sagt, zum Beispiel Star Wars The Old Republic hatte auch sowas oder EverQuest hatte sowas. Also Star Wars kann ich dir nicht viel sagen. Da habe ich, oh Gott, was habe ich von Star Wars? Nee, irgendwas mit den Jedis habe ich mal gespielt. Eine Ding war das nur. Old Republic oder? Nee, keine Ahnung. War es ein Multiplayer online? Da gab es noch keine online. Ja, damals. Ja, damals, als man noch jung war. So, ja, er steht wieder rum und guckt doof in der Gegend rum, anstatt dass er an die Steine rangeht und Steine kloppt, weil er wieder Pflastersteine braucht. Ja, wobei, ich habe die Spitzhacke. Und ich habe den Erdbohrer. Okay. Nein, bitte nicht da, nimm die Spitzhacke mit, nicht den Erdbohrer. Nein, ich klopfe gleich mit Stein. Wobei ich echt überlegt bin, ich weiß ja, dass du ein Freund davon bist mit 100%, aber wollen wir das nicht irgendwie mal hochsetzen? Das macht die Sache schon ein bisschen schneller. Nein, ich weiß. Nee, lass mal schon bei 100%, es dauert halt dann. Wir können ja Zeitraffer einbauen. Zur Not geht das, ja. Apropos Zeit. Wollte ich nur sagen, also... Können da durchaus noch, aber... Nee. Ja. Tut mir leid. Haben wir nicht so viel geschafft. Wobei, was heißt so viel? Ich habe fast das ganze Gerüst wiederhergestellt. Na, dann würde ich sagen, ich sage Dankeschön fürs Dabeisein an euch, liebe YouTuber. Ich sage danke, Retzan, dass ich mitspielen durfte. Danke. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.